Maniac beim eCannonball 2020. Präsentiert von iClip, der modernen Geldbörse. Mit Link in der Beschreibungsbox. Es ist Mai 2020. Chris erhält die Möglichkeit, am eCannonball teilzunehmen. Es folgt eine mehrmonatige, schmerzhafte Vorbereitung, um mit dem Auto, das er fährt, eins zu werden. Eine Einheit. Mensch und Maschine vereint. Er konzentriert sich auf nichts anderes mehr, als jeden Millimeter dieses Fahrzeugs kennenzulernen. Bremsen im Grenzbereich. Beschleunigen im Grenzbereich. Lastwechsel. Ausweichmanöver. Die perfekte Verschmelzung von Mensch und Maschine. Er war einfach eins mit dem Lenkrad. Ich habe niemanden gesehen, der so seine Grenzen ausreizt. Oh mein Gott. Der eCannonball kann kommen. Hi Uwe, schön dich zu sehen. Ich bin bereit für das Rennen. Ich habe auf der Rennstrecke trainiert und ich bin nun unbesiegbar. Es ist kein Rennen. Es ist kein Rennen. Hier geht es um Köpfchen. Du musst darauf achten, wie du den Sweet Spot findest. Wie schaffst du es, mit so wenig wie möglich Energie so schnell wie möglich nach den Regeln der STVU am Ziel anzukommen? Nix hier Rennen. Mann, wozu schreibe ich die ganzen Nachrichten und mache so viele Videos? Du bist wohl der Einzige, der dir nicht geguckt hat, was? Mann. Oh. Morgen! Such Arbeit. Arbeit? In Berlin, eCannonball. Arbeit nichts Geld hier, leider. Wo ist denn der Kaffee? Was für ein Kaffee? Ja, ich hab doch gesagt, nimm doch einen Kaffee mit, wenn du schon. Wie soll ich zwei Kaffee mit der Tasche dran? Ja, stell doch die Tasche an der Tanke ab, du kennst ihn doch oder so. Was soll ich? Die Tasche an der Tanke abstellen. Um 6 Uhr morgens als Libanese. Wohlbemerkt als Libanese, um 6 Uhr morgens die Tasche absetzen und sagen, ich komme gleich wieder. Kannst du dir vorstellen, was dann passiert? Okay, daran habe ich nicht gedacht. Ich will mit der GSG 9 einen Kaffee trinken. Mach mal auf den Kaschel. Gemütlich ging es für die beiden Richtung Berlin. Aber spätestens um 14 Uhr mussten sie da sein. Am Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg. Auf dem Parkplatz, wo sich alle Teilnehmer des eCannonball versammelt haben. Und genauso geschah es. Jedes Elektroauto, das es zu kaufen gibt, steht hier auf dem Parkplatz. Sogar selbstgebaute oder umgebaute. Es wurden die Fahrzeuge beklebt. Schließlich wurde zu Abend gegessen. Ab in die Haier. Am nächsten Tag in aller Herrgottsfrüh soll's nämlich losgehen. Es ist Samstag, saufrüh morgens. Ich als ehemaliger Morgenshow-Radiomoderator kotze mittlerweile von diesen Uhrzeiten. Und können Sie bitte weitergehen, der Herr? Ich habe hier jemandem anvertraut, dass er die Koffer nimmt, damit ich hier rummoderieren kann. Du hast gesagt, wir fahren irgendein Rennen, voll geil E-Autos. Guck mal, was ich mache, renne hier mit zwei Koffern durchspielen. Und zwar bin ich jetzt schon mittlerweile das dritte Mal im Van der Valk in Berlin. Das erste Mal war ja beim ersten Cannonball, das zweite Mal bei Weihnachten im Schuhkarton. Und jetzt halt wieder zum eCannonball. Und ich komme auch deswegen sehr gerne her, weil hier hat man, also mal unabhängig davon, dass es wirklich ein riesiges Hotel ist, ihr habt hier tatsächlich, ich weiß gar nicht, 8 Ladestalls für Tesla und sogar jetzt mittlerweile Fastnet. Das heißt, wer mit dem Elektroauto hierher kommt, der kommt definitiv auf seine Kosten, außer er kommt zum eCannonball. Da laden sehr viele Elektroautos, aber sonst habt ihr halt die Möglichkeit, den Wagen hier über Schnellladen vollzuballern. Ist ja richtig geil und könnt dann hier auf diesem, ja, gigantischen Parkplatz halt irgendwo Platz nehmen. Platz nehmen. Da hinten. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr aufgeregt. Wir werden dann auch noch mal gleich über die Strategie sprechen, die ich ausgearbeitet habe, während Ahmad weggedöst ist. Erfreulicherweise, endlich hat er sich mal Ruhe gegönnt. Und ja, es wird eine ziemlich spannende Sache. Es schneeregnet eigentlich tatsächlich im September. Ja, es ist Schneeregen. Und ja, das ist halt natürlich auch blöd für den Verbrauch. Aber wir werden sehen, ich werde euch die Strecke erklären, die Probleme werde ich euch erklären. Und dann geht's jetzt los.
unglaublich unnötiges Gewicht. Eines der Handicaps bei diesem Rennen, bei dieser Verbrauchsvergleichsfahrt, Leistungsklasse 1 wie der Taycan darf nur mit 50% Akkukapazität losfahren. Also wollte Chris kurz vorher noch ein paar Prozent in den Akku reinballern, damit sie heizen können. Schließlich ließ der Start noch anderthalb Stunden auf sich warten. Diese Packung an Kabeln, an die der Porsche reintut, Mann. Und dann kriegst du es nicht mehr wieder rein, weißt du, das ist das Allerschlimmste an der ganzen. Mach jetzt rein. Sag mal, machen die einen Heiratsantrag vorne? Warum dauert das so lang? Ja, notfalls müsstest du über Air Electric diese raussuchen bei Amt Michendorf. Geh mal auf Air Electric. Die ist unweit von hier. Was willst du? Amt Michendorf. Zoom ein bisschen raus. Du musst natürlich die Strecke gucken. Amt Michendorf. Ja. Hast du es gefunden? Ja. Ja. Geh mal da drauf. Nein. Du sollst doch nicht den Ort auswählen. 33, gell? Ja. Lass den bitte stumm, damit ich weiß, immer wie der Status ist. Und dann musst du aber auf der Air Electric App auch parallel dann hier wieder drauf gehen auf die Air Electric und dann checken, ob die besetzt ist, weil das siehst du an diesem Zeichen. Ja, hier. Siehst du, wenn du drauf gehst, blau bedeutet frei, grün bedeutet... Alter, fahr und tank dein Auto voll. Ja, wenn das alles so einfach wäre. Mit Ahmad und Christopher von dem Kanal Chris Kameniak, unser Komet, unser Gestirn am Himmel der YouTuber. Was würden wir alle machen ohne dich? Guck mal, er merkt, dass ich ihn richtig geil verarsche. Ja. Ich bringe ihn nur durcheinander. Ja, total. Ja. Ich kenne das doch von dir. Chris, ich muss dich leider mal... Ich weiß nicht, ob du live bist, deswegen sage ich nichts. Ich bin nicht live. Nein, ich bin nicht live. Bin ich live. Also ihr müsst in den Harz fahren. Wo? Was müssen wir? Ihr müsst in den Harz fahren. In den Harz. Das heißt nicht Baunlage, sondern Braunlage. Okay. Notgedrungen. Gibt es das auf Arabisch? Kannst du bitte Scheißfragen aufhören zu stellen, dass wir uns mal konzentrieren, bitte? Also wo müssen wir nach... Wir müssen in den Harz fahren. Ich habe keine Zeit. Drei. Wo will er hin? Wo? Jetzt los. Los. Okay, ciao. Ciao. Was mitgenommen? Ja, 3, 2, 1, 10, runter. Wo müssen wir hin? Bitte guck drauf, sag mir. Ziel, zack, komm, ja, bitte. Hier. Kleiner Hinweis am Rande. Chris wollte, dass der Sprecher, also ich, betont, dass er manchmal etwas übereifrig war. Er ist eben sehr zielstrebig. Deswegen bittet er zu entschuldigen, wenn er ab und zu mal über die Stränge schlägt. Du willst doch dahin erstmal. Sag mir das, lies, was da drauf steht. Bitte lies es schnell vor. Große Wumberger Straße. Was steht denn da? Was steht, was eure erste Navigation führt euch zum Parkplatz Hexenried in Braunlage. Der Parkplatz ist an der Talstation der Bahn auf dem Wurmberg. Große Wurmbergstraße. Wie lautet die Adresse? Große Wurmbergstraße? In Braunlage. Ist das ein Parkplatz? Okay, Google, navigiere mich zum Parkplatz Große Wurmbergstraße. Die Adresse Parkplatz Große Wurmbergstraße kann ich leider nicht finden. Das ist super, sowas lieb ich. Wie lautet dein Ziel? Wurmbergstraße in Braunlage. Fahrt dauert ungefähr 2 Stunden und 49 Minuten. Irgendwas anderes hat reagiert. Okay, Google. Navigiere mich nach Wurmbergstraße, Braunlage. Braunlage. Alles klar, bis Wurmbergstraße. Los geht's. Mit dem Auto ist über A2. Die Fahrt dauert ungefähr 2 Stunden und 48. Vielleicht will der da auch hin. Das wäre richtig kacke, wenn der da auch hin will. Muss ich überholen. Ja, ach was. Wir haben jetzt ein Problemchen, die haben uns ja eine Aufgabe gegeben. Wir müssen in irgendein Kaff, keine Ahnung wohin. Michendorf. Nein, unsere Aufgabe, wo wir hin müssen. Und das Problem ist mit dieser Aufgabe, dass wir an den ersten Hypercharger, der bei Magdeburg steht, nicht rankommen. Und deswegen müssen wir schon nach 30 Kilometern stoppen bei Michendorf. Da ist ein Schnelllader, aber wie man an der Karte sieht, unten auf dem Tablet, steht da die Startnummer 39, der rein rechnerisch 9 Minuten vor uns gestartet ist, weil wir sind die Startnummer 48. Und das Problem ist, der besetzt die jetzt. Jetzt ist der hier aber vor uns. Und ich muss den irgendwie überholen, weil die Ladesäule kommt in wann? In 6,7 Kilometern. Und wenn hier frei wird, das müssen wir sogar bei regennasser Fahrbahn nur 60 fahren, wenn hier frei wird, dann muss ich an ihm vorbeiziehen, weil die Möglichkeit, dass er da auch hin will, ist sehr groß. Also Ahmad, du musst bitte gucken, dass wenn ein Tempolimits-Aufhebungsschild kommt, ja, müssen wir sofort losbölzen. Für mich war sie noch nie da gewesen. Ja, aber wir werden hier halt getrackt mit diesem GPS-Gerät. Deswegen, selbst wenn du 5 drüber fährst, könntest du dafür Strafpunkte kriegen. 120.
Tschüssi. Jetzt auch krass, hast du gesehen? Eindeutig will er auch dahin. Jetzt ist es super wichtig, dass wir schneller an die Ladesäule fahren als sie. Auf welchem Gerät läuft die Ladesäule? Wie hier? Das ist jetzt die Ladesäule in 3 Kilometern. Okay. 2,9. Fährt er immer noch hinter uns? Ja, aber er fährt jetzt gerade rüber und will uns überholen. Wischendorf, wir müssen jetzt hier rechts ab, oder? 1,6 Kilometer noch. Wo ist die Ladesäule? Guck doch bitte! Nach 100 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Dann ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht, wo die Ladesäule ist. Wer sie jetzt zuerst kriegt, der gewinnt, Mann. Ich sehe sie. Gut, dass du sie nicht siehst. Geh weg, nicht aussteigen. Ich muss mich an die Säule stellen, richtig. Sie sind abgezogen. Moin. Moin. Wollt ihr nicht wegfahren? Ihr müsst auch warten. Ich habe eben auch schon gewartet. Ich hatte den Airways vor mir. Oh, nee. Wie lange steckst du schon? Ich bin jetzt gerade erst seit fast 5 Minuten dran und der Airways, der hat mit 22 kW geladen auf 75 und die haben extra 5% vorher aufgegeben und ich brauche bestimmt jetzt 20 Minuten. Was ist, wenn wir in der Zeit mit der anderen laden? Mit Chademo, mit einem asiatischen Steckplatzkopf. Das funktioniert leider nicht so gut. Guck mal, das ist jetzt Braunlage, ne? Ja, wo denn? So, Braunlage. Wo? Keine Ahnung wo. Ich sag das, du nennst mir hier eine App, ich schwör auf alles, ich habe noch nie in meinem Leben... Hier, das. So. Okay, was ist da in der Nähe? Einfach mal gar nichts. Einfach mal gar nichts. Okay, wir sind... Okay, Google. Wie weit ist es von Braunlage nach Van der Valk Hotel Moers? Von Braunlage sind es 341 Kilometer von Hotel Moers van der Valk entfernt. Interessanter ist zu wissen, wo wir da langfahren, um zu wissen, was wir da für Säulen nehmen können. Schau mal, wir fahren eine absolut sinnlose Strecke. Wir fahren auf der 44 Richtung Paderborn hoch. Ist das Braunlage? Mhm. Geh mal hoch, zoom mal raus. Aber mach's langsam. Wir fahren direkt unter Braunlage dann so einen Sack so und fahren dann die, ist das eine Autobahn, die 44 oder was ist das? Ja, wahrscheinlich. Braunlage. Ich sehe auch gar nicht, wo er das anzeigt, dieses Braunlage. Ich sehe es nicht. Ich tippe drauf und ich sehe es einfach nicht. Komm schon, Mann. Komm schon. Warum aktiviert dieser Sch nicht? Ladekabel anstecken mit dem Fahrzeug, dann RFID. Ist das lang genug? Hoffe ich doch. Mach mal den Wagen aus. Schnell ausmachen. Funktioniert ja wirklich blendend. Das ist wirklich top. Top, top Sache. Halten Sie die RFID-Karte vor. Noch eine andere, das hat doch keinen Sinn. Warum gehen die andere Scheiße nicht? Ich hoffe, dass er aber lädt. Okay. Ja, er lädt. Komm. Okay. Alter, die Flucht von Libanon nach Deutschland war einfacher. Das glaube ich dir sogar. Ich schwör's dir. Da gab's sogar kein iPhone, 2 iPhone. Wir sind einfach nur losgerannt. iPhone, 2 iPhone. Ich bin gerade einfach nur enttäuscht. Weil das sind so Sachen, wo man sich so sehr ins Zeug legen kann, wie man will. So tolle Strategie hinlegen kann, wie man will, wenn man mit 101 kW lädt. Und das bei 49% ist absolut inakzeptabel. Vor uns konnte der e-tron 150 ziehen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich bin hier bei 105 kW Leistung. Das ist Dreck. Absoluter Dreck. Damit verliere ich so viel Zeit. Jetzt baut er ein bisschen wieder auf, aber ich meine, bei 50% müsste der ballern, zumindest mit den 175, die diese Säule kann, angeblich. Aber das ist einfach richtig enttäuschend, das zieht uns einen Strich durch die Rechnung. Die Teslas fahren schön an die Supercharger, können dort zuverlässig ballern, ein e-tron hier auch und wir können das jetzt nicht. Vielleicht, weil die Ladesäule jetzt gerade schon so geladen ist, ich weiß es nicht, was der Grund sein kann. Aber es ist natürlich ein mega, weil ich einfach, CCS, maximal 160 kW, da sehen wir es. Ja, und was kriegen wir? 109. Das ist einfach Dreck. Sorry, also das ist einfach Dreck. Anders kann ich es nicht sagen. Man hat da natürlich Ambitionen, das Ganze nach Hause zu fahren. Und dann wird man durch sowas aufgehalten. Mit 100 kW, da lade ich wie ein Opel e-Corsa. Es ist halt, es geht gar nicht. Wie viele Kilometer sind das? Was, von da nach da? Das sind 147 minus 33, 120 Kilometer oder sowas. Wie viel Reichweite haben wir jetzt schon? Guck mal. Weiß ich nicht. 160. Ja, schaffen würden wir es. So, wir fahren jetzt mit Speed. Die Halterung geht immer ab, weil wir jetzt echt Zeit verloren haben durch diese miserable Ladeleistung. Die Sicht ist eine Katastrophe. Es regnet aus Eimern. Hier ist Gott sei Dank frei. Also hier ist kein Tempolimit und das nutzen wir jetzt natürlich aus, weil wir haben mehr Akku als das, was wir brauchen, bis nach Magdeburg. Nach Magdeburg gibt es Ionity, gibt es Supercharger.
Und da müssen wir hin, um dann wieder Richtung runter Richtung Braunlage oder wie dieser Kaff heißt, zu fahren. Weil wir müssen vollgeladen sein für diese Etappe auch Richtung. Wir haben ja zwei Aufgaben. Was haben wir denn für Aufgaben? Wir müssen einmal einen Stempel holen in Braunlage und dann? Obwohl ich einen deutschen Pass habe, brauche ich nochmal einen Stempel und dann nach Einbeck Altendorf ein Foto mit dem Auto machen. Hast du diese Ladesäule über Electric ausgewählt? Sicher. Ja, und dann bin ich rüber und hier drauf. Nicht hier rüber, über Air Electric aus. Ja, dann drückst du drauf, dann landest du in dieser App und die sagt dir, fahr dorthin. Okay, das meine ich. Ich schwöre. Er kommt, also nur zu Info, er wird später alleine hier sitzen. Ich jumping aus meinem Fenster. 100%. Ja, aber auch am Anfang, anstatt dass wir unsere Aufgabe anhören, machst du Scherze mit Ove. Sieht aus wie Arabisch. Anstatt sich zu konzentrieren. Der kann wenigstens Arabisch, du versuchst es. Scheiß dich drauf, ich möchte gewinnen, nicht Arabisch können. Die anderen fahren wahrscheinlich nicht so schnell, aber haben halt auch nicht mit madigen 67 kW oder maximal 110 geladen an einer 160er Säule. Jetzt ist wieder Tempolimit, solche Sachen bremsen einen einfach wahnsinnig aus. Doch, du jetzt nach links. Warum denn? Hä? Warum nicht? Warum soll ich denn jetzt nach links fahren? An ihm vorbei. Ich kann nicht an ihm vorbei, wir haben 80er Zone, verstehst du das nicht? Das verstehst du nicht so, oder? Nee. Jetzt hier 100. Nein, hier ist 80, Mann. Nee, 160 ist hier, rechnen wir zusammen, 80 und 80. Da konnten wir an dem anderen vollen vorbeiziehen, weil die Leistung des Model 3 nicht ausgereicht hat, um uns in der Beschleunigung abzuziehen. Und genau das hat den Unterschied gemacht, wodurch wir dann auf letzten Drücker vor ihm an der Ladesäule waren. Schon auf dem Parkplatz ging die Competition noch um die Ladesäule weiter, ehe er dann gemerkt hat, okay, wir waren früher dran, aber hätte ich nicht an ihm vorbei beschleunigt, hätte er die Ladesäule gekriegt. Was ist gerade passiert? Ein Tesla Model 3, welches wir jetzt namentlich natürlich nicht nennen, weil ich niemanden verrate, ist jetzt, ich fahre 104 und er ist wirklich deutlich an uns in der 100er Zone vorbeigezogen. Was natürlich unfair ist, weil wir müssen uns ja an die Speedlimits halten. Er will halt aber vor uns an die Ladesäule und das wird er jetzt natürlich auch schaffen. Aber Regel ist halt einfach Regel. Jetzt ist das Tesla Model X hinter mir auch. Das heißt, ich habe die alle mit 200 überholt. Die fuhren mit 120. Es ist unmöglich, dass sie mich eingeholt haben in der Baustelle, ohne zu schnell zu fahren. Das ist einfach unmöglich. Das heißt, die sind einfach in der Baustelle zu schnell gefahren in der Hoffnung, dass das halt nicht getrackt wird. Finde ich halt, ja, entweder man macht es fair oder man macht es nicht. Gut, dann verliere ich halt. Aber ich muss hier rechts. Wenn wir jetzt hier nach Straße kämpfen oder sowas, dann gewinne ich. Wenn wir aber fair kämpfen, dann gewinne ich nicht, wenn die anderen unfair sind. Ist halt leider so. Das Model X fährt auch raus. Das Model 3 ist schon rausgefahren. Echt? Ja, natürlich. Hat uns doch überholt. Du müsstest aussteigen und gucken, wer bei wie viel Prozent ist. Das wäre super wichtig, wenn wir da sind. Dann befindet sich das Ziel links. Kann ich nichts machen. Wo ist denn das? Er sagt jetzt hier rechts, nochmal rechts. Das Ziel befindet sich links zum Raukler 1. Ziel erreicht. Ja, natürlich, er war ja auch vor uns da. Jetzt aber der, wo uns überholt hat. Warte. Die eine Allegro ist kaputt, der eine Store. Da kann nur einer sich ranhängen. An welche? An der ersten da. Da fährt jetzt, der weiß, es ist eigentlich. Der dürfte eigentlich gar nicht hier stehen. Der hat uns bei 100er Zone mit 140 überholt. Geht eigentlich gar nicht. Nee, wirklich. Also, ja, hätte ich auch aber nicht petzen, weil ich habe das auch im Video gesagt. Ich petze nicht, wer das war. Aber in der 100er Zone fahre ich 104 und jemand zieht so an mir vorbei, nur damit er mich. Wir haben mit Christen auch gerade das Thema gehabt, ne? Von daher ist es ja Dings. Nee, aber normal müsste man jetzt sagen, hey, warum überholt er uns? Ja. Wir müssen da hinfahren. Die beste Publicity, die Allegro haben kann, ist, wenn 60 Elektroautofahrer unterwegs sind durch Deutschland und Allegro mal wieder nicht funktioniert. Sorry, ich meine es echt gut und ich habe ja auch damals bei dieser Hilpoltstein-Sache mit dem Geschäftsführer geredet und wir machen was. Wieder defekt. Da ist die eine Seite defekt. Hier ist es defekt. Das ist alles einfach. Ich soll die Karte dran halten, weil Ahmad gerade mit der Kundenbetreuung spricht. Von welcher Karte denn? Deine Karten, hier. Die hier. 15 Minuten. Noch? Hey, komm. Schnell. Komm, ein bisschen zackiger. Jede Minute zählt. Diese Urgemütlichkeit wie beim Mittermeier. Das ist furchtbar. Nimm mal dein Tablet und fällt das runter. Mit dem einen, ne? Ja, wirklich, meinst du ernst? Aber der war halt intelligenter, der hat gesagt, okay, ich starte. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, der sollte eigentlich disqualifiziert werden, sowas macht man einfach nicht. Es geht hier um Fairness, es geht hier nicht um, wer ist das größte Arschloch auf der Welt, zum Raukler 1. Sondern es geht hier darum, dass man auch fair fährt, weil wenn wir nicht fair fahren,
möchte ich mal sehen, wie er gewinnt. Hat er den CCS? Nee, hat er nicht. Ladet er gar nicht mehr dort? Doch. Wahnsinn, hä, das gibt's nicht. Jetzt stell dir mal vor, das wäre jetzt kein Rennen, du müsstest jetzt irgendwo schnell so hin. Das wäre ja kein. Ich meine, okay, im Auto wird es ja nicht so aussehen wie hier. Das ist doch viel schlimmer jetzt. Einen Termin kann ich absagen, aber ich kann beim Rennen nicht sagen, ja, ich hatte aber schlechte Ladesäulen. Ja, und ein Vogel, der denkt, der muss hier nach Straße kämpfen, hat sich vorgedrängelt. Das kann ich auch nicht sagen. Was hat er gesagt? Er nimmt die Strafe in Kauf. Na, ich wurde ja auch geblitzt, ich nehme die Strafe in Kauf. Ja, was juckt mich das, ob er eine Strafe für den Blitzer zahlt? Da kacke ich wirklich drauf. Es geht darum, dass er einfach unfair kämpft. Verdammt wirklich. Wir sind am Arsch. Allein die erste Haltestation, die erste Ladestation. Normalerweise hätte ich mir jetzt einfach zur Beruhigung so ein Ding, so ein Milkshake geholt bei Mc's, aber jetzt trinke ich den hier. Mein gutes altes Y-Food Coffee, weil ich habe kein Koffein, ich penne gleich ein. Ist sogar noch kalt. Was du nicht machen darfst, ist warm trinken. Das geht gar nicht. Also Shakes allgemein. Ich habe deinen noch, ne? Wenn du magst. Welchen? Was habe ich dir? Coconut. Jetzt habe ich Ahmad übrigens doch überreden können, dass er sich auch noch eins reinzischt, sonst meckert er unterwegs hier. Nimm. Dass du wieder Hunger hast, habe ich keine Böcke drauf. Vanilla ist cool. Ich mag Schoko am liebsten, dann kommt Vanilla. Ihr findet übrigens unten in der Beschreibungsbox einen Link dazu, wenn ihr euch die Probierpackung bestellen wollt. Und dann kannst du jetzt mal hier reinzischen in deinen sowieso nicht schon kleinen Bauch. Schau dir das an. Wir laden mit 3,5 Kilometern pro Minute. Wie beschissen ist das denn? Ich weiß, dieser Typ regt mich so auf in seinem Tesla Model 3, was der eigentlich denkt. Ich bin auf 100. Wenn er nach Regeln spielen will, wie ist, du filmst die A-Säule. Nee, doch. Komplett. Wenn er nach Regeln spielen will, wie man das am unfairsten macht, dann hat er sowieso keine Chance, weil dann fahre ich 250 durch, da kann er mich gern haben. Aber es gibt hier halt Regeln und an die halte ich mich auch. Und da kann er nicht einfach, alle haben das gesagt, dass er an ihnen vorbeigezogen ist. Ja, wir laden jetzt mit 80 kW. Woo! Wir kriegen 150 kW. Muss ich jetzt hinstellen und sagen, defekt, scheiße, ist defekt. Aber genauso unfair eine Aktion wäre das, wenn ich jetzt sage, defekt, das ist genauso wie, dass er uns in der 100er-Zone überholt. Aber ich kann jetzt ein anderes Auto holen und hier hinstellen. Die neue Strategie der beiden, da sie jetzt 150 kW kriegen, so viel wie möglich laden. Denn weder am ersten noch am zweiten Ort, wo es die Aufgaben zu erledigen gilt, gibt es Hypercharger. Das heißt, wenn sie durchfahren können, ohne nachladen zu müssen, können sie Plätze gut machen. Dass wir bisher, mein Gott, labert die viel, Mann. Dass wir... Jetzt rechts halten. So, wir sind jetzt total gemütlich unterwegs mit 100 auf der Bundesstraße. Man würde meinen, man verliert damit viel Zeit, aber es ist genauso schnell laut Google Maps wie die Autobahn, weil die Autobahn einen Bogen macht. Wir fahren hier zwar langsamer, haben aber weniger Strecke. Was denn? Ganz ehrlich, wie soll ich da klarkommen? Ja, das ist das Problem. Wir nutzen ja, also ich nutze seit neuestem diese Air Electric App, die wirklich super ist. Wenn man gucken will, wo ist eine Ladesäule besetzt, aber wenn man so auf Zeit fährt wie jetzt, ist das Problem, dass man keine Navigation machen kann. Da kann man schon, aber dann ist man in Google Maps drin und sieht die Säulen nicht mehr. Nimm Typ 1 oben raus. Typ 1 Mannekes raus. CCS, das dritte lässt du drin. Das dritte musst du drin lassen. Schuko raus. Tesla Supercharger raus. Tesla CCS raus. CE Blau raus. Alles raus. Genau, okay, mach jetzt nochmal. Lieber Georgi, weil so heißt der junge Mann, der die App programmiert hat. Super geile App. Aber du kriegst richtig Ärger von mir, wenn irgendeine Ladesäule, die hinterlegt ist, nicht stimmt. Wehe, die kann keine 175 kW. Ja, dann... Der Top-Beifahrer, dieser... Schau ihn dir an, Mann. Schau ihn dir an. Wenn ich ihn jetzt aufwecken würde, würde er sagen, ja, er überlegt gerade wegen den Punkten dort auf der Karte wahrscheinlich. Scheiße, Mann, fährst du immer noch? Er legt mich am Arsch. Nee, ich jetzt. Dein Ernst gerade. Was dachtest du denn? Du hast 48 Geräte an. Hier sogar, mach mal hier drauf. Zeig doch mal hier dein. Ja, das hilft mir natürlich, die Klimabedienung ist. Du musst auch den Radiosender auf SWR3 machen, die Temperatur auf 38. Womit habe ich das verdient? Ein Libanese, der ein Elektroauto-Rennfan wird. Ein anderer, der Ali oder Mehmet heißt, der würde jetzt in einem 3000 PS-Auto sitzen und Vollgas durch die Stadt brettern. Aber ich sitze in Buxtehude und gucke auf meinen Akku. Warum Buxtehude? Schau doch mal, hier steppt der Bär. Was geht's, Micke?
Gott, deine Stimme, oh Gott. Sag mal, fahren wir hoch oder runter? Ich hoffe doch hoch. Das wenn geil wir runterfahren, ist, haben wir ein richtiges Problem. Wenn das geil ist, wenn ich jetzt geguckt hätte, dann würden wir, in welche Richtung fahren wir denn? Ja, wir fahren runter, die sind alle vor uns. Das macht Spaß, ne, hier. Leute, die mit 70 in der 100er Zone fahren, die müssen einfach zu Hause bleiben. Zu Hause bleiben, mit dem Bus fahren, mit der Bahn fahren, sich mitnehmen lassen, keine Ahnung, aber jetzt nicht sowas. Das kann ich nicht, hier kommen 8 Millionen Autos von vorne. Schau mal, wir fahren schon 68 in der 100er Zone. Das ist so zum Reiern, Mann. Da hab ich habe auch nicht wirklich Platz einzuscheren. Ja, bitte gib. Wir sind auf einer richtig beschissenen Platzierung. Wir sind 16. aktuell. Die einzige Hoffnung, die wir jetzt haben können, ist, dass... Was war denn das? Ich weiß nicht, warum die so bremsen. Ich weiß es nicht, warum die so bremsen müssen. Weil es steht Umleitung. Da müssen wir uns in die Hose machen. Oh Gott, Umleitung. Meine Freunde, mir ist gerade das Herz ins Arschloch gerutscht. Frag mich mal. Die hauen einfach mittendrin die Bremse rein. 100 Metern geradeaus auf Wilhelm-Pieck-Straße. Guck mal, film mal nach vorne. Was ist hier der Grund, so abzubremsen? Weil die vorne an der Ampel stehen oder weil hier ein Umleitungsschild steht oder warum genau? Sein. Mir ist das Herz auch in die Hose gerutscht. Wirklich. Ich hab gedacht, es ist vorbei. Danke, Porsche. Was danke, Porsche? Danke, mein Fußmann. Danke, Porsche. Mit einem Opel wärst du da reingeschlittert, da hätte dein Fuß auch nicht geholfen. Dem Straßenverlauf von ohne Scheiß. Wieso? Ich bin auf jeden Fall für Porsche, ohne euch hier. Als hätte ein moderner Opel ein anderes ABS. Porsche, I love you. Jetzt komm mal runter. Und er ist hinter uns direkt im Rückspiegel. Wir sind bei unserem Ziel angekommen. Nach rechts abbiegen, um auf Große Wurmbergstraße zu bleiben. Dann erreichst du das Ziel. Wo denn? Du hast das Ziel erreicht. Wo denn? Fahr doch wieder zurück nach Berlin. Bitte hör auf, mich zu nerven, Ahmad, mit sowas jetzt. Ja, weil er uns nervt. Du bist noch falsch. Und fährt er weiter? Keine Ahnung. Wie weit muss man da weiterfahren? Ihr fahrt an den Schranken komplett vorbei, bis ihr auf der rechten Seite so ein Waldwanderwegschild mit so einem Dach drüber seht. Da müsst ihr den Weg rein. Wenn ihr abgebombt seid, dann lauft ihr einfach immer den Straßenverlauf folgen bis zum großen Parkplatz. Ist nicht zu übersehen. Ah, die Navigation hat gesagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Zu euch? Müssen wir ziehen? Ja, und dann? Irgendwann war ich, ach du Moin! Owe, hast du mal mitgebracht? Hast du das Papier dabei? Ja, komm, ja. Muss man das Papier jetzt schon haben? Ja, das musst du mir überstempeln. Gib mir doch noch einen Schlüssel. Oh, wirklich, f*** Mann, dass du diesen Scheiß nicht dabei hast. Hol dich ein. Hast du dein Handy da? Ich bin tot. Schau mal, bring mal zu laufen, ich hab das Ziel schon eingegeben. Hier. Mach mal auf. Meine Fresse! Okay. Runter oder? Ich hab kein Netz hier. Fahr runter, die sind uns alle entgegengefahren. Ja, stimmt. Ich bin tot. Ich schwöre auf alles, ich bin tot. Was war das? Muss nicht anschnallen. Schnall dich an. Ja, ich schwöre auf alles, ich bin tot. Ich habe noch nie mal so einen Sprint gemacht. Nie im Leben, der große Fußballer. Komm, mach da was. Navi, mach das was. Ist kein Netz. Was macht der? Fahrt an vorbei, jawohl. Ja, vorbei. Ja, aber der Wagen bremst halt ab. Kein Netz, das ist toll. Okay, wie heißt diese Scheiße? Wie heißt diese auf dem Zettel, wo wir hin müssen? Neubeck, ne? Hier. Die Einbeck. Haben wir vorbeigelassen. Wie heißt es? Einbeck, Altendorfer Tor, 20. Navigiere mich nach Einbeck, Altendorfer Tor
20. Es ging 70 Kilometer weiter in einen anderen Ort. Dort musste man mit dem gestempelten Papier auftauchen, damit ein Foto von einem geschossen werden kann. Dieses Foto muss man wieder mitnehmen. Zum Zieleinlauf. Sonst wird man disqualifiziert. Und jetzt hier hoch. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Salut. Was dürfen wir machen? Aussteigen. Ja. So, herzlich willkommen hier in Einbeck, der Hauptstadt des Bockbieres. So, und ihr müsst jetzt auch ein Foto machen lassen. Schatz, ich schenke mir ein Foto von dir. Das ist das Motto hier. Boah, Alter. Und, komm, mal, komm. Und die beiden lieben sich wirklich. Man noch kein Foto. Wir sind hier analog. Ich hab schon eins. Sonst müssen wir mal warten. Okay, tschüss. So, und die beiden sind kurz hinter Hofe. Hofe ist hier gerade vom Hof gefahren, kann ich euch sagen. Jetzt müssen wir weiter, oder? Ja. So. Und jetzt ist die Strategie, wir fahren jetzt zu Ionity Stauffenberg und laut Air Electric App ist diese frei aktuell. Wir haben aber leider noch 17 Kilometer dorthin und dadurch könnte, wenn sich jetzt jemand vor uns befindet, wird er halt dahin fahren. Ich kann nicht überholen, weil wir hier nur 120 fahren dürfen. Wie viele sind vor uns aktuell laut Karte? Das kannst du fast gar nicht sagen, weil... So Leute, wir sind hier jetzt an der Ladesäule, Arni filmt. Ja. Wir sind hier jetzt angekommen in, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, spielt auch keine Rolle. Er nimmt das nicht nur. Er zieht 251 kW, das erste Mal in dieser Challenge ziehen wir so eine Ladeleistung. Wir hatten immer nur irgendwelche Drecksäulen oder Allego hat nicht funktioniert, was eigentlich nicht überrascht. Und jetzt das erste Mal können wir den Vorteil des Taycan ausspielen. Wahnsinn. Aber es ist immer eine Frage dessen, wie sich der weitere Verlauf entwickelt. Verkehr, vor Ort müssen wir mit 50% ankommen. Also das ist wirklich, das ist jetzt richtig geil gerade. Wirklich. Ich bin jetzt endlich mal nach über 5 Stunden auch mal froh. Die Toilette wartet seit der Challenge schon eigentlich, wo wir zum Wald hochgerannt sind. Jetzt schnell auf die Toilette und dann, ja, hoffentlich sehr bald weiter. Vielen Dank. Ciao. Schlüssel ist oder irgendwas? Ladeklappe rechts. Oh, fuck. Kannst du die Ladeklappe nach oben klappen? Dieser blöde Dreck. Das habe ich mir gemacht. Die was? Ja, ich bitte euch. Wollt ihr mich nerven hier? Kein Videos. Ich habe gesagt, keine Videos, nicht Adios. Oder nichts, Leute. Alles oder nichts. Nicht irritieren lassen. Hier ist 100 von 22 bis 6 Uhr morgens. Nicht jetzt. Jetzt geht es wirklich um die Luzi. Einige hatten Stau vor uns. Und ich wünschte mir gerade jetzt den Regen, weil da trauen sich die meisten nicht schnell zu fahren. Die hatten Stau vor uns und Google Maps hat uns erfreulicherweise rechts vorbeigeleitet. Statt links, wo die meisten gefahren sind. Das heißt, die haben Zeit verloren. Aber schau, du filmst immer so runter. Warum? Ich guck doch jetzt erst dahin. Bitte verpiss dich. Komm, Spurverengung, komm! 400 Meter. 600. Jetzt, pass. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Oder Taycan ist das beste Auto zum Schnellfahren überhaupt. Klar braucht er ein bisschen Strom, aber so von der Fahrsicherheit, von der Lautstärke. Ist das geil. Ich fahre 220 km/h und muss kaum meine Stimme erheben. Also, das ist schon echt. Und die Bremsen. Halt. Und es sind noch nicht mal die Keramik. Also, man muss halt nur so krass abbremsen. Schlimm. Ja, wir haben jetzt echt gute Chancen, zumindest aufs Treppchen. Eine ganze Weile später am Ionity Charger. Gerade am Laden ein Tesla Model 3, ein Porsche Taycan und unpassenderweise ein E-Golf. Wegen dem konnten die beiden vorerst nicht laden. Doch, wer die startet? Ich zahle dir 50 Euro, wenn die nicht startet. Wirklich. Auf, komm. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ja, die blockieren jetzt halt mit dem Golf, E-Golf, die Hypercharger, die 350 kW können und der Wagen zieht nur 50 kW. Ist halt nicht besonders kollegial, weil er könnte ja auch hier laden. Aber steck mal an, steck mal an. Gib mal meine Karte, unsere Karte. Die ist da, ich sehe es doch gerade von hier, dass das rot ist, oder? Ja, natürlich ist das Fahrzeug relevant, aber
Am relevantesten sind die Säulen, die eine gewisse Leistung versprechen und nicht mal die Hälfte bringen. Das ist halt einfach Dreck. Und das ist, das war bei Allego schon so und bei Ionity habe ich es am allerwenigsten vermutet. Da war es jetzt auch so. Wir ziehen 138 kW konstant über die ganze Bank, völlig egal, wo wir angeschlossen haben, wie viel wir laden. 138 kW, kein Gramm mehr. Und dadurch haben wir halt einfach den Nachteil, dass wir nicht so schnell aufladen können. Und Teslas haben natürlich den Vorteil, und das ist natürlich auch irgendwo blöd, die Hotels sind natürlich immer so ausgesucht mit den Thunderfalks, dass da halt Supercharger sind. Das heißt, er kann hinfahren, so dass er gerade mal ankommt und vor Ort nochmal kurz anstöpseln, auf 50% laden, abstecken und ist am Ort, Zielort. Was mal wieder zeigt, dass Tesla halt einfach da natürlich, was Ladenetzinfrastruktur angeht, wenn es auf schnell gehen soll, da natürlich die Nase vorn hat. Völlig egal, was für ein geiles Monster das hier ist, wie er fährt, fahrwerkstechnisch Welten überlegen ist. Und ist halt das, die Frage ist halt, was man will, was man braucht. Meistens fährt man ja keine Challenges, deswegen ist es ja dann halb so wild. Aber in diesem Fall, mich nervt es schon, weil die Ambition ist da und ich werde jetzt eingebremst durch die Säule. Mittermeier-Tempo. Geh mal weg. Ich stelle hier was ein, was im Vergleich mit dem Mittermeier. Gute Fahrt noch. Servus. Ja, schick mal, muss man ab. Komm. Alles andere wird keinen Sinn machen. Wo führt uns dieses Navi hin, das du dahin gemacht hast? Genau dorthin, zu diesen 150er. Wir hätten jetzt ungefähr 30% gebraucht, um in Moers anzukommen. Und deswegen wollte ich auf 80 laden. Aber so langsam, wie diese Ionity-Ladesäule geladen hat, habe ich gesagt, okay, fahren wir weiter. Haben wir uns mit Ahmad ausgedacht, dass wir uns da so eine EnBW-Säule krallen, mit 150 kW nochmal laden. Ist ein klitzekleiner Umweg und dann hinfahren. Und dann haben wir vielleicht keine Strafpunkte, weil wir mit 50% ankommen können. Wäre natürlich super genial, aber ob es dann klappt, weiß ich nicht. Ich versuche jetzt natürlich so ökonomisch wie möglich zu fahren. Naja, das Ganze hätte wahrscheinlich sogar funktioniert. Chris war einfach nur zu blöd und hat verstanden, dass man im Ziel mit 50% Akku ankommen müsste. Er dachte, jedes Prozent mehr oder weniger bedeutet Strafpunkte. Also plante er eine Punktlandung. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen. Denn der Leitfaden war, man müsste mit mindestens 50% ankommen. Können aber auch 80 sein. Das hat dann dazu geführt, dass sie sinnloserweise noch eine EnBW-Säule angefahren haben. Hätten sie ein bisschen länger bei Ionity gestanden und wären dann hingefahren, hätten sie sogar den zweiten oder dritten Platz gemacht. Eine verpasste Abfahrt bei dieser EnBW-Säule, weil Ahmad mal wieder telefoniert hat und das mit dem Navigationshandy, machte die ganze Sache und Christophers Laune nicht unbedingt besser. Die Schreierei und Prügel auf das Armaturenbrett ersparen wir euch an dieser Stelle. Sag mal, bist du etwa kamerascheu? Achso, hi, nein, ich hab nicht sonst geguckt. Ich bin so einfach. Kamerascheu eigentlich. Nein, wir sind einfach. Bin durch und bin genervt und wieso alles. Wieso denn? Was ist los? Ja, weil wir haben locker 20 Minuten jetzt verloren, trotz der guten Strategie jetzt am Ende hin, weil wir einfach eine Ausfahrt verpasst haben. Und weil Ionity nicht so lädt, wie es sollte, weil Allego nicht so lädt, wie es sollte. Gut, das kann ja passieren, aber die Abfahrt, das hat mir wirklich den Rest gegeben. Die beiden haben aber schnellen Trost gefunden. Denn so viele Fans, die gekommen waren, haben Chris Herz wirklich sehr berührt. Warte, ich muss es anschließen. Von vorne oder richtig. Seit Dezember. Ich höre nur deine Stimme die ganze Zeit. Nichts mehr richtig. Wieso? Auf dich im ganzen Haus. Ach so, im ganzen Haus? Ja. Ja, ich sehe aus wie ein kleines Waldmännchen. Der E-Cannonball ist jetzt, also zumindest was das Fahren angeht, vorbei. 14 warten, also 14 kommen noch, 14 Leute. Ahmad post hier mit dem Taycan rum. War schön, hat wirklich wieder mal Spaß gemacht. Allerdings hat mich die letzte Phase jetzt wirklich sehr, sehr aufgeregt. Aber was ich ganz, ganz toll fand, und das hat mich von der Negativität tatsächlich abgelenkt, ist diese tolle Community. Diese Masse an Menschen, also jetzt mal abgesehen, die meisten sind ja schon weg. Die kommen und stellen Fragen und wollen Fotos machen. Das ist so schön, weil man sitzt ja sonst immer so isoliert an seinem Rechner und produziert diese Videos oder ich sitze in den Autos und teste sie. Und da hat man ja nicht diesen Kontakt zu Leuten, aber auch diese Überraschung, dass sehr viele wirklich deutlich unter 20-Jährige meine Videos gucken. Das finde ich super. Erstens finde ich super für mich und zweitens auch für die Elektromobilität ist das ein tolles Zeichen, weil die neue Generation einfach interessiert daran ist. Ich finde das wirklich toll und Ahmad ist der Grund dafür, dass ich heiser bin. Mehr sage ich dazu nicht. Da sind sie alle. Sagt mal Hallo. Hi. Hallo. Und wie war es für euch? Ja.
In einem Tesla darf ja nicht viel schief gehen, Mr. Nguyen. Ich hab das aber geschafft. Echt? Hast du geschafft? Ich bin wirklich eine Schande für Tesla. Ich bin eine Schande für Tesla. Das ist das Statement des Tages. Aber geil, super sympathisch und ehrlich. Mit diesem sympathischen O-Ton begeben wir uns nun zur Gala. Die Preisverleihung. Und hier hat sich wieder gezeigt, wie... Oh Mann, Alter, das ist überhaupt nicht zu ertragen, deine Tonlage, Silvestermann. Zeit, dass du mir das Mikrofon überlässt, Mann. Komm, lass mich mal hierher. Na gut, ich hab sowieso keinen Bock mehr. Ja, das merkt man dir aber auch an. Also. So, Eddie Murphy ist in der Haus, Mann. So, also wenn ihr euch mal umschaut und euch dieses traumhafte Buffet anseht, dann werdet ihr feststellen, das Motto ist nicht, wer gewinnt, sondern dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles ist was für Schwächlinge. Und das bist du nicht! Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann! Lass mich das Ding mal kommentieren, du hast es die ganze Zeit bisher gemacht! Also, es zeigt sich, dass die Elektromobilität eine sensationell tolle Community ist. Wenn man sich mal nur diese ganzen glücklichen Gesichter ansieht, nicht nur wegen des Buffets, sondern einfach, weil wir zusammen sein konnten und Spaß hatten. Du warst doch gar nicht dabei. Aber es fühlt sich für mich an, als wäre ich dabei gewesen, okay? Ein toller Abend mit tollen Menschen ging langsam auf sein Ende zu. Aber ein Schlussstatement gibt es natürlich noch von Chris, der übrigens mit Ahmad zusammen den vierten Platz gemacht hat. Ziemlich knapp hinter dem dritten. Ich sehe bestimmt nicht besonders gut aus, ich klinge auch nicht gut. Also würde man mir jetzt einen Sprecherjob anbieten, müsste ich ihn dankend ablehnen. Vollkommen heiser, es war Hammer. Sehr viele Menschen, tolle Siegerehrung und alles und war wirklich toll. Wir sind hier jetzt zwischengestrandet. Wir wollten eigentlich, wir müssten nach Mannheim, haben wir jetzt aber nicht mehr geschafft. Sau viel Regen und das verlängert die Fahrt einfach. Wir sind K.O. und das. Das ist ja Lindenberg, nicht Lindner. Bisschen durch, der gute Christopher. Nee, wir sind hier im Lindner Hotel jetzt untergekommen. Wir haben jetzt nämlich extra ein Hotel gesucht, welches eine Ladesäule hat, damit der Taycan hier geladen werden kann über Nacht, dass wir dann morgen früh zurück können, ohne dass wir uns erstmal mit dem Laden beschäftigen müssen. Morgen halte ich noch einen Kongress ab, deswegen Kongresshotel. Nee, morgen wirklich aufstehen, zack, zurück und dann in alter Frische in die Woche starten. Und jetzt Stimme schonen, Kopf schonen. So, es ist einen Tag später, also nächster Tag, nachdem wir uns jetzt noch eine Mütze Schlaf gegönnt haben in diesem wirklich wunderschönen Hotel. Also die Zimmer haben mich echt wahnsinnig überrascht. Ihr habt es ja im Video gesehen, wo ich da mit dem Porsche vor dem Hotel stand. Lindenburg oder wie das hieß. Und ich glaube ganz schön Lindner. Genau, Hotel Lindner. Egal. Auf jeden Fall sind viele ja, glaube ich, explizit gespannt auf die Meinung von Ahmad zu dieser ganzen Sache, der wirklich kein E-Auto-Enthusiast ist. Was sagst du zu dieser ganzen Sache mit dem E-Cannonball? Also erstmal danke, dass ich überhaupt dabei sein durfte oder dass wir als Team so mitfahren durften. Und ja, einen größten Respekt und einen ganz großen Respekt an Uwe und das gesamte Team im Hintergrund. Für mich von der ich kriege ja viel Veranstaltungen, wir reisen ja viel durch die Gegend und sind auf so vielen Fahrveranstaltungen oder sonst was. 60 Leute so zusammenzuhalten mit diesen Informationen, diese digitale, also Respekt. 60 Teams, das heißt 60 Fahrer mit Begleitung. Wahnsinn, ich saß hier im Auto, ein Pad, zwei Pad, drei Pad. Ich wusste gar nicht mehr, wo vorne hinten ist. Ich wusste nur, dass irgendwo der Christopher, stöpsel alles ab, wir brauchen jede Batteriezelle. Und es war auf jeden Fall für mich ich taste mich ja immer noch ein bisschen ran, war es schon ein übergeiles Erlebnis. Und an den Typ, der die Idee hatte, mit dem Hochrennen einen Stempel holen, ja, wart ab, wenn ich dich erwische. Das hat mich an 1986 erinnert, als wir vom Libanon nach Deutschland abgehauen sind. Da haben wir auch auf die Schnelle einen Stempel gebraucht, um in den Bus einzusteigen. Leider war bei mir kein Bus, sondern ein Taycan und ich musste wie... Also auch das war cool, war echt eine Erfahrung wert. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr nochmal mitfahren dürfen. Also würdest du nächstes Jahr nochmal mitmachen, trotz dessen, dass ich wirklich gestresst habe während der Fahrt? Ja, was heißt gestresst? Du warst nach kurzer Zeit warst du mal nicht mehr im Auto. Ich habe gedacht, nimmt alles auseinander. Aber es gehört dazu. Und ich würde sehr, sehr gerne einen Teil dieser was soll ich jetzt, Familie sagen mittlerweile. Ja, das war kurz und geil. Ne? Schauen wir mal mit was wir nächstes Jahr antreten. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr vor Ort wart, weil ich glaube auch viele, die dieses Video jetzt gucken, waren auch vor Ort. Vielen Dank für eure tollen
für euren tollen Zuspruch. Auch ganz viele junge Leute, die mit dabei waren, mit ihren Eltern, die meine Videos gucken, wo ich einfach total glücklich bin, weil das fördert die Elektromobilität. 18-Jährige, 19-Jährige, noch jünger, die gar nicht Elektroauto fahren können, ja, und sich schon dafür interessieren. Das ist top, das ist Next Generation, das ist super wichtig. Und das finde ich wirklich toll, das hat mir wahnsinnig geschmeichelt. Ihr seid super lieb, super, wirklich toll. Vielen, vielen Dank. Und das motiviert mich natürlich weiterhin so intensiv mit diesem Kanal am Ball zu bleiben. Und vielen, vielen Dank auch für 100.000 Abonnenten. Denn im Hotel auf den E-Cannonball in der Früh wartend, bevor wir gestartet haben, habe ich tatsächlich die 100.000er Marke geknackt. Und das ist natürlich für mich ein Meilenstein. Und das hätte ich mir vor 2 Jahren niemals gedacht oder gewünscht. Daniel, an dich auch lieben Gruß raus. Jetzt schulde ich dir schon 2 Essen, der mit mir gewettet hat, dass ich bis Dezember 2019 die 50 knacke und bis Dezember diesen Jahres die 100. Ich habe dagegen gewettet, er hat gewonnen. Jetzt schulde ich ihm 2 Essen. Wir sehen uns beim Burger King. Schwan, ciao.